Du bist seit Jahren erfolgreich mit deinem Unternehmen und hast dein Geschäftskonto bei Penta. Dann hast du jetzt vor kurzem eine Mail bekommen, eine Info, dass Penta übernommen wurde von Quanto. Quanto hat jetzt jedes Konto gekündigt. Das heißt, innerhalb von der nächsten 90 Tage wird jedes Konto zugemacht und du musst zu Quanto rüber wechseln. In dem Video beschäftige ich mich, was ich tue und wie das Ganze hinter den Kulissen für dich aussieht. Viel Spaß. Jetzt wird dir eine Bank weggenommen. Welche Banken es gibt am Markt, habe ich hier in diesem großen Vergleich der Geschäftsbanken einmal vorgenommen. Da kannst du dir gerne raussuchen, welche Bank für dich sinnvoll ist. Hier in dem Video zeige ich dir, wo ich hingewechselt bin. Penta hat auch mich informiert, dass das Konto jetzt geschlossen wird. Und jetzt wollen wir mal schauen, was es denn für Alternativen gibt. Zuallererst, warum das Ganze? Penta wurde übernommen von Quanto und hat meines Erachtens einen großen Fehler gemacht. Normalerweise bleibt immer alles bestehen und es ändert sich nichts. Wir haben auch schon diverse prominente Beispiele. Wir haben zum Beispiel bei eBay, was zu FlatEx wurde. Wir hatten damals die Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank. Also es gab immer Beispiele, wo Banken andere Banken übernommen haben und die Konten und Depots beibehalten haben. Jetzt ist es genau andersrum. Quanto hat nämlich gesagt, nein, das machen wir nicht. Ihr müsst aktiv zu Quanto wechseln. Das wird zwar vereinfacht mit einer Checkliste, aber es ist nicht so, dass du dein bisheriges Konto weiter nutzen kannst. Und das ist meines Erachtens ein massives K.O.-Kriterium und es wird sich langfristig noch auswirken, weil ich gehe davon aus, nicht jeder wird zu Quanto wechseln, ich genauso wenig. Und da hilft es auch nicht, wenn ich einen vereinfachten Kontoeröffnungswechseltransfer bekommen kann. Sondern es geht einfach darum, ist der neue Anbieter immer noch genauso wettbewerbsfähig und attraktiv, wie es Penta jahrelang als Marktführer in meinen Augen war. Und deswegen sehe ich es als Fehlentscheidung. Ich gebe dir auch ein konkretes Beispiel, warum. Ganz am Anfang, wo die Information kam, da wurde mir ein Kontomodell bei Quanto vorgeschlagen. Ich hatte bisher immer um die 10 € bezahlt für mein Konto, dann sollte es 30 € kosten. Habe ich mir natürlich gedacht, naja, das ist aber nicht so toll, gucke ich mal nach links und rechts. Dann haben sie gemerkt, es wechseln doch nicht so viele zu Quanto. Dann wurde ich dann nochmal angeschrieben, 4 Wochen später. Ja, du kannst jetzt doch ein anderes Konto wechseln. Das geht jetzt auf 19 €. Immer noch das Doppelte zu dem, was ich vorher bezahlt habe. Und genau deswegen habe ich das zum Anlass genommen und damals einen sehr, sehr großen Geschäftsbankenvergleich für dich gemacht. Wie gesagt, den findest du hier in dem anderen Video. Mir hat das einfach aufgezeigt, da ist keine Konsistenz, weil Preismodelle innerhalb von 4 Wochen mir ein anderes vorschlagen. Vorher, ich wollte auch schon in das etwas günstige, aber es wurde mir nicht angeboten, das konnte ich als GmbH nicht machen. Wurde am Ende dann doch freigeschaltet, also da ist noch einiges im Argen. Wie ist die Abwicklung? Relativ simpel. Wenn du jetzt wechseln musst, mach dir als erstes ein neues Konto. Welches Konto? Musst du einfach schauen, was für dich passt. Wenn du das Konto eröffnet hast, dann geh eine Checkliste durch. Und ich habe dir jetzt hier in diesem Video nochmal eine Checkliste gemacht. Und zwar, du musst bei deiner Firma das Briefpapier ändern. Du musst die E-Mail-Signatur ändern. Du musst die gesamten Rechnungssoftware ändern. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel mit LexOffice. Dort musst du das natürlich verknüpfen. Und für deinen Steuerberater in der Regel DATEV musst du da auch das Konto hinterlegen, dass er da automatisch Zugriff hat. Das waren übrigens Vorgaben in meinem Test, dass ich genau diese Szenarien abdecken kann. Ich wollte keine Bank haben, die nicht DATEV-konform ist. Und da, wo ich jetzt gelandet bin, da funktioniert das super. Und am Ende musst du natürlich alle Lastschriften umstellen. Das heißt, immer wenn du irgendwo dein Konto hinterlegt hast, sei es bei Vodafone fürs Handy oder fürs DSL, was auch immer, du musst einfach dann dort die neuen Banken hinterlegen. Und natürlich, immer wenn du deine Kreditkarte irgendwo hinterlegt hast, bei den diversen Online-Anbietern, ich habe zum Beispiel das LexOffice über die Kreditkarte laufen oder auch das CRM-System, all das musst du jetzt natürlich auch mit umstellen. Musst du dran denken. Dann die ganzen Daueraufträge, Löhne und Gehälter musst du auch von dem neuen Konto dann den Dauerauftrag setzen. Wenn du dann die ganzen Daueraufträge geändert hast, dann gucken wir doch mal, was meine neue Bank ist. Und zwar meine neue Bank für die GmbH ist Finom geworden. Ich zeige dir auch gleich mal, wie das Ganze aussieht, weil das ist in meinen Augen der Preis-Leistungs-Testsieger gewesen. Es kann sein, dass bei dir was anderes rauskommt, deswegen guck dir gerne den großen Vergleich an von allen Banken. Und mein Einzelunternehmen habe ich jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal neu bewertet und bin da jetzt gewechselt von Contest zu N26. Last but not least, ganz, ganz wichtig, alle Kontoauszüge, bevor du das alte Konto schließt, runterladen. Die ganzen Quartalsabrechnungen, du hast ja immer zum Quartal die Belastung der Gebühren, der Zinsen und so weiter, das wird dir immer ausgewiesen. Und alle Kosten, bitte lade das einmal komplett runter. Ich
war jetzt bei Penta seit 2018, 2019 in dem Bereich. Vorher war ich bei der Deutschen Bank, da war es noch teurer. Alles runterladen. Dann hast du das einmalig auf deinem Rechner oder in deiner Cloud und dann bist du einfach gut aufgestellt. Dann empfehle ich dir aber trotzdem noch, das Konto vorzeitig zu schließen. Ich wollte nicht dann die 90 Tage warten, weil wer weiß, ob da irgendwie noch, also es sind ein, zwei Buchungen noch gelaufen. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt zu, weil es war einfach blöd, wenn dann da noch eine Buchung drüber läuft. Ich will also einfach für die Buchhaltung sauber haben. Und hier, wie funktioniert das? Das zeige ich dir jetzt gleich mal live. Du gehst auf die Checkliste, klickst dort an und kannst dann ganz nach unten scrollen, wo du das dann vorzeitig beenden kannst. So, jetzt sind wir einmal bei der Penta Bank und da siehst du hier diese Checkliste. Und anhand dieser Checkliste konntest du jetzt durchgehen, konntest du sagen, okay, die ganzen Überweisungen bin ich durchgegangen, die geplanten Überweisungen, also auch Daueraufträge, SEPA-Lastschriften, Kartenzahlung, da konntest du hier alles durchgehen. Nutzer musstest du natürlich übertragen, das heißt, ich hatte vorher Zugriff meinem Steuerberater gegeben, habe ich dann jetzt auch dem neuen Konto gemacht, beziehungsweise über LexOffice läuft es bei mir. Buchhaltungsintegrationen, das heißt Datev und LexOffice, habe ich dann mit dem neuen Konto verbunden. Und hier, wenn du irgendwo noch Themen hast, mehr Rechnungen, Mahnwesen, dass du die dann auch alle überträgst. Und dann konntest du am Ende hier diese ganzen Sachen runterladen. Ganz wichtig, erst wenn du die runtergeladen hast, auch wirklich die ganzen Haken setzen. Und wenn du diese Haken alle gesetzt hast, dann kannst du hier oben den Haken setzen und dann kannst du dein Penta-Konto schließen. Ich habe das schon gemacht, das heißt, jetzt wird dieses Konto als geschlossen angezeigt. Umgekehrt, ich hatte im ersten Schritt, um es zu testen für euch, auch ein Quanto-Konto eröffnet. Das habe ich aber zwischenzeitlich auch schon wieder zugemacht, weil das für mich nicht State of the Art war. Das war einfach zu teuer und auch zu unübersichtlich. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei Finom gelandet. Da gibt es auch ein Dark Screen. Das heißt, du kannst auch dieses dunkle Theme nutzen, das ist also nicht so hell ist für die Augen. Finde ich persönlich ganz angenehmer. Da kannst du dann verschiedene Wallets machen. Es ist relativ simpel. Du kannst hier deine Ein- und Ausgänge sehen. Du siehst hier die Dokumente. Die kannst du hinterlegen, du kannst neue Wallets anlegen. Wenn du eine neue Zahlung machst, dann gibst du einfach den Betrag ein, was weiß ich, 1000 Euro und dann kannst du den Empfänger eintragen, du kannst die auch voreintragen als Kontakte, dann zieht er sich automatisch die IBAN, machst du dann Verwendungszweck dazu. Wenn du das als Terminüberweisung oder Dauerauftrag machen möchtest, musst du einfach hier unten aufklicken, dann kannst du sagen einmalig und dann Terminüberweisung zum Beispiel am 15.06. oder du kannst auch sagen monatlich, vierteljährlich, je nachdem, was es für Zahlungen sind. Also ich finde das wirklich sehr schön aufgeräumt, sehr sortiert. Wenn du sagst zum Beispiel, ich hätte gern ein neues Dokument, du kannst darüber auch zum Beispiel Angebote schreiben. Das heißt, du kannst hier den Kontakt wieder auswählen, eine Leistungsbeschreibung und wenn du Vorschau hast, dann geht ein Angebot raus. Ich nutze das hier jetzt nicht, das heißt, du siehst es auch jetzt nicht wirklich viel eingetragen, du kannst da dein Logo hinterlegen. Mache ich deswegen nicht, bei mir läuft das alles über LexOffice. Hier, ich habe hier ein Wallet angelegt, weil es gibt eine Methode, mit der kannst du nur mit Blick auf dein Konto dein gesamtes Unternehmen führen. Diese geheime Methode ist die sogenannte Profit-First-Methode. Die ist super simpel und trotzdem so mächtig. Und wie das Ganze funktioniert, kannst du dir hier in diesem Video anschauen, wie du mit Blick auf dein Konto dein gesamtes Unternehmen managen kannst und auch gleichzeitig sehen kannst, ist es solvent, ist es kurz vor der Insolvenz, wie gesund ist dein Unternehmen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, dein Martin.